Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Es geht jetzt weiter im Schattentempel. Und wir machen erstmal diesen Zyklop hier weg. Indem wir die Bombe einfach mal so werfen, dass sie nicht trifft. Okay, sie hat getroffen. Und jetzt fliegt der Typ nochmal in die Luft und wir können uns ein bisschen weiter umgucken. Also, wir waren schon hier drin. Wir waren hier drin und die Wand, die sieht anders aus und wir können hier nicht einfach durchgehen. Aber wir können eine Bombe hinlegen und sie aufsprengen. Und dahinter befindet sich eine Schlüsseltür. Sehr gut. Also, immer weiter nach vorne, immer tiefer. Und hier eine goldene Skulptur. Ja, natürlich. Eine normale Skulptur, die einfach mal aus der Decke fällt. Und darauf gilt es hier in diesem Abschnitt zu achten, denn es gibt eine Menge von diesen Viechern, die einfach mal so aus der Decke kommen. Und gerade als ich diese Warnung ausspreche, werde ich fast selber ein Opfer dieser... Weg mit euch. Mag euch nicht. So, hier haben wir ein paar Guillotinen. Aufpassen, dass sie nicht unbedingt durchrennen, wenn sie runterkommen. Und ja, dieser Dungeon hat ein ziemlich geiles Flair, also so kerkermäßig. So, das ist schon ziemlich. Und jetzt, wo wir aus diesem Gang raus sind, sagt Navi, wir sollen auf die Schattenkreaturen achten, die von der Decke hängen. Aber sie redet natürlich von Floormastern, also von diesen Händen, die von der Decke kommen. Und davon gibt es einige. So. Wir kommen jetzt... Oh, eine flammende... Noch ein Fratze hat mich erwischt. Und wenn wir hier rüberspringen, dann fällt ein Steinfossritter runter. Aber den ignoriere ich immer gerne beim ersten Mal. Denn wie ihr seht, sind hier unsichtbare Plattformen. Zum Glück können wir Sachen, die unsichtbar sind, mit dem Auge sichtbar machen, trotz des Patches. Andersrum geht es ja irgendwie leider nicht, aber naja. Wenn wir hier rüber springen, dann kommen wir in diesen Raum. Und der sieht ziemlich leer aus, aber wenn wir unser Auge benutzen... Oh, wow, wow, eine Sense. Okay. Und ein... So, ja, dieser Raubschleim hier geht einem auf den Nerven. Ich hole mal eben den Bogen raus. Und werde mich hier ein bisschen umschauen. Denn hier sind einige, Fledermäuse. Na. Zack, und Daniel Wandel sitzt auch noch eine. Und das dürften alle gewesen sein, oder? Ja, das waren alle. Sehr gut. Und in diesem Raum befinden sich nicht nur eine, sondern zwei Truhen, die wir sehen. In einer befinden sich fünf Rubine und in der anderen, die unsichtbar ist, befinden sich Pfeile. Und jetzt holen wir uns diese Skulltula hier. Und das ist alles, was es in diesem Raum eigentlich gibt. Wir sind nur wegen der Skulltula hergekommen. Na, na. Dankeschön. Und jetzt gehen wir wieder zurück. Und warum ich den Weg wähle, weiß ich auch nicht. Ich hätte durchaus einen sicheren Weg wählen können. Aber okay. Gut. Und ich schätze, den Stalfos, den wir gerade eben stehen gelassen haben, müssen wir uns jetzt aber entgegenstellen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Ein nerviger Gegner, ein nerviger Geselle, aber wir müssen gegen ihn kämpfen. Und die Rüttelei gefällt mir nicht. Na komm. So.
So, sehr gut. Das ging ja schon ziemlich leicht. Jetzt müssen wir warten, bis der liebe Block da ganz nach unten gefallen ist. Und wir können rüberspringen. Und jetzt heißt es warten, bis der Block ganz oben angekommen ist. Und dann mit den Gleitstiefeln rüberschweben. Zack. Sehr gut. Und jetzt... Ah, ne, ich kann euch noch was zeigen. Ich meine zumindest, dass das funktioniert. Als erstes wechseln wir mal zu Bomben. Denn wir müssen den... Ah. So. Ich glaube, das funktioniert. Nein, funktioniert nicht. Okay. Es gibt Fallen, über die kann man mit den Gleitstiefeln rüberlaufen. Diese Klingenfallen hier sind allerdings nicht so eine Wortefalle. Deswegen müssen wir beim Sammeln der silbernen Rubine ein bisschen aufpassen. Und unseren Weg zu dieser Tür. Und wir werden trotzdem erwischt. Toll. Toll gemacht habe ich das. Okay, und auch in diesem Raum... Ne, in diesem Raum gibt es nichts. In diesem Raum gibt es Stampfer. Oh mein Gott, jawohl. Und das Schild gibt uns den Hinweis, nur wer das Auge der Wahrheit sieht, wird Schutz vor dem Stacheln finden. Und wenn wir das Auge benutzen, sehen wir hier einen Gang. Aber wir können trotzdem nicht reingehen. Aber da steht Aktion. Und wir ziehen einen Felsen aus der Wand. Jawohl. Und den ziehen wir mal genau drauf. Und jetzt können wir diesen Felsen hier den Weg entlang schieben. Und der wird diese Stachelfallen aufhalten. Immer weiter schieben. Also wenn ich link wäre, ich würde mich da nicht wohlfühlen. Unter so dicken Stachelfallen herlaufen. So, wenn beide Stachelfallen aufgehalten werden, gehen wir auf die andere Seite und ziehen. Denn andernfalls würden wir ja von der ersten Stachelfalle jetzt erschlagen werden, wenn wir weitergeschoben hätten. Und schieben und ziehen meine ich natürlich. Ich kann den Unterschied zwischen schieben und ziehen nicht erkennen. Und wir gehen in diesen Raum. Und holen uns diese goldene Skulltula. So. Und anschließend klettern wir hier hinauf und können jetzt diesen Stampfer als Brücke benutzen. Wir sehen einige Truhen angezeigt, aber die sind alle unwichtig. Es gibt nur eine wichtige Truhe und die holen wir uns, indem wir auf diesen Schalter treten. Denn in dieser Truhe finden wir einen kleinen Schlüssel. Und das war's in diesem Raum. Die anderen Sachen, ich weiß nicht. Pfeile, Bomben, Rubine, sucht euch aus. Ich habe keine Ahnung. Ist mir auch egal. Wir brauchen nichts von alledem. Und deswegen ignorieren wir diese Truhen einfach mal gekonnt. Und gehen stattdessen über diesen schmalen Übergang hier. Hierhin. Und wir sehen, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber es gibt natürlich unsichtbare Plattformen, über die wir springen können. So, bei der sollte man ein bisschen vorsichtig sein, denn sie bewegt sich. Und dann können wir durch diese verschlossene Tür in den nächsten Raum gehen. So, und hier haben wir zuallererst mal Zombies als Gegner. Und in diesem Raum, der sieht ziemlich leer aus, aber ihr könnt euch trotzdem nicht so frei bewegen, wie ihr meint. Denn in diesem Raum gibt es Stacheln. Und diese Stacheln, zumindest war das glaube ich so, kann man mit den Gleitstiefeln einfach überlaufen. Zack, und man nimmt keinen Schaden. Also behalte ich die Stiefel in diesem Raum gerne an, denn dann muss ich nicht unbedingt... Ah ja, hier sind nur Rubine drin. Man denkt, es ist ein Schlüssel, aber nein. So, ja.
Dann hier hochziehen. So, und die Richtung auch. Und da oben. Und anschließend richtig hinstellen und in die Richtung laufen. Und die Tür geht auf. Schweben über die Stacheln auf dem Boden. Und das war's dann auch. Und dann können wir jetzt die Lederstiefel ausziehen. Und den nächsten Raum betreten. Und in diesem Raum gibt es einen, ja, einen Totenkopf. Krug oder eine Totenkopfvase oder so. Und einige Ledermäuse. Und wir hören auch das charakteristische Kratzen einer Skulltula. Als erstes werfen wir eine Bombe hier rein. Und töten die letzte Fledermaus. Und die Fledermaus, die Fledermäuse müssen wir alle töten, damit die Tür wieder aufgeht. Den Krug müssen wir eigentlich in die Luft, ja, den müssen wir in die Luft sprengen, damit wir an diesen Schlüssel kommen. Und die Skulltula, die wir die ganze Zeit gehört haben, hat hier unten an der Wand. Voila. Okay, und jetzt, war es das auch wieder in diesem Raum. Und wir können uns hier hinziehen. Moment. Da ist nämlich ein unsichtbares Ziel für den Haken. Ja, komm. So. Geht doch. Meine Güte. Und dann können wir auch durch diese Tür. Also der Tempel ist schon ziemlich linear. Ihr kommt in einen Raum. Zwei Türen sind vorhanden, aber eine ist verschlossen und eine ist zugänglich. Also, und dann erhaltet ihr in dem Raum, der zugänglich ist, einen Schlüssel. Und ja, das ist alles. So, hier sind ja, so Wirbel-Puste-Dinger, die euch wegpusten. Und ich hätte nicht so viel Zeit verplempern sollen, wie ich es getan habe im Endeffekt. Aber okay. So, jetzt aber. Damit mir das jetzt nicht nochmal passiert, ich sehe nämlich, dass der Ventilator schon wieder loslegt, ziehe ich meine Eisenstiefel an. Denn mit diesen Stiefeln kann man nicht weggeweht werden. Und anschließend zieht man sich hier ran und springt in den nächsten Raum. Na. So. Und als nächstes holen wir mal unseren Bogen raus. Denn... Na, komm. Ich meine zumindest, dass man auf das Auge schießen kann. Aber nur solange es geöffnet ist. Komm. Komm. Na ja, gut, dann nicht. Es ist schon ziemlich nervig. Man kann es irgendwie abschießen, aber... Naja. Okay, in diesem Raum haben wir ein paar Zombies. Was sonst? Kommt ja mal nicht in Frage. So, nachdem wir beide Zombies getötet haben, geht die Tür auf. Und nichts passiert. Und dieses Ding sagt uns, die Geister in diesem Raum flüstern irgendwas. Nochmal, was? Okay, wir können das Geflüster der Geister nur einmal hören. Sie flüstern irgendwas. Ich weiß nicht genau was.
Ich warte immer noch, dass das Auge mal aufgeht und ich es abschießen kann. Wir warten einfach mal ein bisschen. Na komm. Geht doch. Geht doch! So, ja, also. Der eigentliche Weg, den wir gehen müssen, ist der hier. Wir ziehen unsere Gleitstiefel an. Und warten auf einen Schub von hinten. In Form des Wirbelwinds. Und lassen uns hier rübertragen. Und schon sind wir im nächsten Raum. Auch hier müssen wir die Stiefel immer wieder an- und ausziehen. Aber es ist lange nicht so schlimm wie im... Okay, mitten in der Luft zu riskieren ist schon unfair. Naja, mach du mal. Das war schon episch. Man friert in der Luft ein und sobald man wieder entfroren wird, tötet man den Gegner. Okay, wir sehen eine Schlüsseltür, eine kleine Truhe taucht auf. Also, was kriegen wir aus dieser Truhe? Richtig, wir kriegen 5 Rubine. Aber unser Kompass zeigt uns ja an, dass in diesem Raum noch etwas versteckt ist. Und deswegen holen wir mal unsere Bomben raus und sprengen diesen Felshaufen in die Luft. Und darunter finden wir nichts. Aber mit dem Auge der Wahrheit sehen wir, es ist eine kleine Truhe und in dem finden wir tatsächlich den Schlüssel. Mit dem wir weitermachen können und ich werde getroffen. Jawohl. Nichts Wichtiges. Oh. So, okay. Durch diese Schlüsseltür geht es also weiter. Und hier haben wir ein Schiff. Okay, und einen Block, mit dem wir dieses Schiff erreichen können. Cool. Wir schieben den Block also ein bisschen nach hinten, um dann den Block den restlichen Weg nach vorne zu schieben. Und schieben und schieben und schieben. Und dann geht's los hier. Gleich sind wir da. Ja, ja, nicht mehr lange. Dann können wir uns auf dieses Schiff begeben. Nur noch ein bisschen und da sind wir schon. Da sind wir schon und klettern die Leiter hoch. Und ihr habt es schon gehört, das Kratzen ist so markant. Also, hier befindet sich ein Triforce. Was wir hier machen müssen, ist klar. Aber zuallererst können wir hier rüber gucken und sehen eine goldene Skulltula. Navi fliegt rüber, das heißt, wir könnten die Vogelscheuche rufen und rüber gehen. Aber guckt euch das an, der Enterhaken reicht bis da hinten hin. Das heißt, wir brauchen gar nicht uns darüber ziehen. Wir können uns die goldene Skulptur einfach hierhin holen. Okay, wir sind jetzt also auf diesem Schiff. Und ich hole schon mal meine Ocarina raus. Aber verabschiede mich schon von euch. Ich würde sagen, das ist ein guter Ort, um Schluss zu machen. Beim nächsten Mal werden wir dieses Schiff in Bewegung setzen. Und ich denke, ihr wisst auch schon, mit welchem Lied. Bis zum nächsten Mal, macht's allerdings gut und hauet rein.